Willkommen zu einer neuen Runde Super Cat Bros. Heute mal ohne Webcam. Hat den einfachen Grund, weil... Hat es einen besonderen Grund? Ja. Es ist spät. Und für 10 Minuten aufnehmen. Sagen wir 20. Sagen wir 30 Minuten, werde ich mir jetzt nicht die Haare extra für machen. Also ich habe gedacht, komm, scheiß drauf. Außerdem habe ich ja beim letzten Mal gefragt, ich gucke trotzdem die Kamera, was halt seltsam ist, weil ich OBS offen habe mit der Webcam. Weil ich ja den Sound, dass ich einen Sound brauche. Ja, ich habe gefragt, wie es halt besser wäre für euch mit oder ohne Webcam. Diesmal dann auch. Könnt ihr direkt sagen, so, hey, ohne Webcam ist eigentlich auch nicht so schlecht. Lasst sie mal weg. Oder je nachdem, wie alt wollt. Gut. Lasst auf jeden Fall in dem Video ein Däumchen nach oben da und abonniert den Kanal. Wir gehen direkt ins nächste Level. Mal gucken, was uns erwartet. Zwei Glöckchen. Na, ist fast so wie immer. Mau. Oh, das ist so süß. Das ist so süß. Nehmen wir mal so einen Samenschmeißer. Der Sound kam mir gerade bekannt vor. Eine Kleinigkeit anders, und es wäre der gleiche Sound gewesen wie in Mario vs. Donkey Kong, beziehungsweise wie es halt früher nur hieß. Hieß es früher Donkey Kong? Ich glaube, es hieß früher einfach nur Donkey Kong. Das war das Level, haben wir beim letzten Mal schon mal gemacht? Nicht? Okay. Hey. Oh, fuck. Ich sehe gerade, unser kleiner Stinker-Helfer kann uns unter Wasser nicht helfen. Ich hoffe, dass der nachher wiederkommt. So. Oh Gott, das ist echt stressig, unter Wasser zu sein. What the fuck? Ich hab fuck gesagt, das Video kann nicht monetarisiert werden. Oh, double fuck. Ich kann mit dem... Der kann nicht schwimmen. Wow. Der kann uns direkt nicht schwimmen. Na gut, solange wir während unserer Betäubung nicht getroffen werden, ist ja eigentlich alles egal, nicht wahr? So. Huch. Huch. Nun, wir haben eine verpasst, aber ich weiß nicht, was das Ganze für uns bedeutet. Das ist unser Kumpel. Ah, okay, okay. Das bedeutet aber auch, ich muss immer kurz switchen. Ich muss den Kumpel switchen. Oder das Kätzchen. Wenn wir dann jemals... Nein! Wir kommen da nicht durch, wir sind zu fett. Damn it. Na gut. Dann muss ich halt einfach noch einmal in dieses Level reingehen. Nom, 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 nom. Oh, der ist, es ist süß. Bruder ist halt ein kleines süßes Dickerchen. Ich mag dicke Katzen. Ende der Geschichte. Wir gehen nochmal rein und gucken mal rein, was wir in Welt 2.6 finden. Ich will gerade auf die Strandwelt und die Meereswelt sind ganz offensichtlich die gleichen Welten, nicht wahr? So. Aber er kann nämlich auch schwimmen. Aha, 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 aha. Na, ihm ist aufgefallen? Ah, guck mal. Ich krieg langsam Skill dazu. Es scheint... Oh, der erschreckt mich jedes Mal, ne? Es scheinte so, als, ja, ja, doch. Ich muss tat... Autsch. Egal, er ist dafür schon mal weg. Kurz warten, bis wir wieder aus seiner Betäubung raus sind. Ich glaube, ich muss tatsächlich einfach die ganzen Münzen hier einsammeln. Und wenn ich dann halt alle roten habe, genau, dann erscheint nämlich das Glöckchen. Das oder es ist einfach weg. Na, wahrscheinlich haben wir es bekommen, aber es wird halt nicht angezeigt, jedenfalls nicht so richtig. Da wir es ja eigentlich sogar schon haben. Oh Gott. Wisst ihr eigentlich, wie anstrengend... Genau. Das meinte ich. Es ist so anstrengend, unter Wasser zu steuern, weil du kannst nur nach links und nach rechts und das ist halt alles, was ihm seinen Auftrieb gibt. Und man kann halt nicht steuern, wie weit nach links oder wie weit nach rechts er soll. Das ist echt anstrengend. Na gut, wir haben ja... Geh runter, Kleiner. Wir haben ja, was wir haben wollten. Uns fehlt ja nur noch eine. Also was kann schon schief gehen, nicht wahr? Ah, kurz warten. Erfolg freigeschaltet. Super. Welchen? Taucher! Autsch. Ich hab's kommen sehen. Egal. Ich hab's einfach mitgenommen, weil ich mir schon gedacht habe, dass ich mich eh nicht wehren kann. Ja, okay. Er ist gerade relativ schnell runtergegangen. Autsch, autsch. Nein! Oh, komm schon. Goldene Katze antippen, um als goldene Katze zu spielen.
Oder auch nicht. Keine Internetverbindung. Okay. Tja, Pech. Und wieder ein Level weniger. Tja, ich glaube, dafür brauchen wir einen Kater, der schwimmen kann. Die haben keinen. Also, lass uns einfach. Da kann man was holen. Wasserruine. Mau. Es scheint aber auch... Nein! Ich hasse es. Es lässt sich so überhaupt nicht steuern. Nee. Ich kann nur nach links oder nach rechts. Und egal, ob ich Mitte oder auch unten tippe, er kann nicht anders. Er kann einfach nicht besser. Und das macht das Ganze so unglaublich träge in diesem Spiel, das Wasser. Und das ist, oh. Deswegen kriege ich halt auch diese blöde Münze da jetzt nicht, weil ich komme einfach nicht dran. Ich muss wirklich... Nein! Okay. Irgendwie hat es dann doch geklappt. Oh Gott, jetzt habe ich so viel geschwommen, dass ich vergessen habe, wie die Steuerung beim Laufen funktioniert. Naja, nicht allzu schwierig, wie scheint, ne? Okay. Lauf! Damn it. Na gut, jetzt wissen wir zumindest, wir brauchen unseren kleinen dicken Stinker. Ah, 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 zurück, stopp, weiter, weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts. So, perfekt. Der springt hoch, macht einen Jump und bam, geschafft. Jawohl, erste Glöckchen ist geholt. Aber ich glaube tatsächlich, dass uns der hier nicht ausreichen wird, um hier weiterzukommen. Starke Strömungen sind kein Problem für mich. Ja, ich dachte eigentlich immer, dass Katzen allgemein kein Wasser mögen, aber okay. Das gilt offenbar nicht für die Super Cat Bros. Ah, blub, blub. Schon eine starke... Oh Gott, schon wieder ein Super Mario Element. Lauf! Schwimm! Oh, ich hab doch kommen sehen. Oh Gott, ich kann mich gerade nicht wehren. Komm, komm, komm aus der Betäubung raus. Sehr gut. Hm, geschafft. Okay. Okay. Okay, hier ist bloß nur der Katzenwechsel. Komm hoch da. Hoch, hoch, hoch. Perfekt. Bam, bam. Uah. Na? Ah, das war jetzt zu knapp. Nein, 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 nein. Das kann ich einfach wegrammen. Aber er lässt mich nicht. Ich glaube nämlich, dass hier noch irgendwas ist. Und er lässt mich auch da nicht. Wechseln wir mal das Kätzchen. Gehen wir auf Alex. Vielleicht... Ha, ich hab's gewusst. Ein Secret. Das war auch zu einfach. Okay, wir haben alles. Das bedeutet, wir können einfach darüber. Das muss man einfach so machen. Jetzt haben wir wieder zwei von den Stinkern, ne? Timing! Geschafft! Sogar, perfekt. Wieder einfach voll freigeschaltet. Lebensretter. Ich habe übrigens Internetverbindung aus, damit eben keine Werbung kommen kann. Jetzt haben wir aber mal die Wasserkatze, mit der wir jetzt was machen könnten. Und zwar wirklich einiges am Backtracking. Aber ganz ehrlich, lass uns doch einfach erstmal weiterspielen. Drei! Drei Stück? Wow. Wenn wir die Welt abgeschlossen haben, können wir noch Backtracking machen. Haben wir noch einen Schlüssel? Nö. Okay, Zeit für Backtracking. Ich glaube einfach mal, dass wir zur Stadt müssen, weil da schwebt nämlich noch was rum. Genau, guck mal. Genau das meinte ich nämlich. Ich denke mal, so ein Tintenfisch, das ist eigentlich ein Stadtsymbol. Jetzt können wir... Wie heißt der? Der war nicht im Intro, oder? Verdammt, wie heißt die Katze? Ja, kein Problem für ihn. Er hat nicht gelogen. Uns fehlt aber immer noch ein Glöckchen. Ist aber genauso träge im Wasser. Leider. Weil ich glaube tatsächlich, der kann unendlich hochschwimmen. Was halt eine... Ja, okay. Das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die wir brauchen. Eine Katze, die hochschwimmen kann. Wie hoch kann der klettern? Auch nicht viel höher als der andere. Okay. Das ist ganz offensichtlich wirklich eine Fähigkeit von dem anderen, von Alex. Fuck, wie heißt dieses... Das ist einfach Catmarine. So. Ich gebe dem Blauen jetzt den Namen Catmarine. Weil er halt aussieht wie so ein... Von der Marine halt. Eher so... Oder vielleicht Donald Duck Cat. Donald Cat.
Donald the Cat. Willkommen im Shop. Wir brauchen mal so ein paar Kumpels. Über meinen hiervon. Danke. Mehr brauche ich nicht. Tschö. Mehr kann ich mir eh nicht leisten. Und bei dem hüpft so schön der Hut. Nice. Oh boy. Was ist das? Das war eine Münze. Kann ich die eigentlich anklicken? Nein. Lass mal einfach hier reingehen und gucken. Ich sehe gerade, ich krieg meine Leben zurück, wenn ich einfach, Wie süß. Ah, so süß einfach. Ja, du könntest vielleicht einfach mal... Nein! Das war close as fuck. Okay, und einfach drauf! Ja, jetzt geht's natürlich nicht. Wenn man mal wirklich absichtlich drauf möchte, dann machen die jetzt einfach nicht mit. So, wir haben ja gelernt. Das andere Glöckchen, das haben wir ja schon, ne? Das heißt, wir müssen das nicht nochmal holen. Das haben wir sowieso schon. Aber, hier unten war, glaube ich, eine Strömung, ne? Genau. Und dann hole ich mir dieses letzte Glöckchen. Und auch in diesem Level, wo wir eben so extrem verzweifelt sind, ach, hier ist sogar eine Strömung. Das soll eine Strömung sein, die hat uns runtergedrückt. Offenbar können die Katzen doch unendlich weit hoch einfach schwimmen. Na gut, dann nehme ich das einfach mal so an und hole mir einfach so die fehlende Glocke, die wir noch hier hatten. Hier waren Secret Ending, glaube ich, oder Secret Exit. Das war nicht schwarz-weiß abgebildet, das war eher... Ja, guck mal. Secret Exit. Welt 2 von... Hä? Zähl die Fische, what? Zähl die mal schön allein, sonst ob ich einen blöden Fisch erzählen werde. Na gut. Aber gut, jetzt wissen wir auch, es gibt Secret Exits. Das war, ja, im selben Level wie gerade eben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Okay. 23 Stück. Das war irgendwie gemein. Ja! Secret Glöckchen bekommen. Hätte ich nicht einfach von hier aus... Ah, okay, die haben jetzt zugemacht. Welch eine Schweinerei. Okay, das sind aber wirklich so ziemlich einfache Sachen, muss ich sagen. Aber nett. Bisschen stressig, aber nett. So. Level beendet. Dann frage ich mich gerade, ob es in anderen Levels auch noch, anderen Welten noch Secret Exits gibt. Oh Gott, gibt es hier ein Secret Exit? Und wenn ja, wo? Ah. Da noch eine Münze. Es ist aber immer nur eine, oder? Oh, die kann ich nicht mitnehmen, schade. Kann ich irgendwas hier antippen? Nö. Na gut, dann nicht. Okay, ab ins nächste Level, Welt 2.8 mit ganzen 3 Glöckchen. Und hier hatten wir das Problem gerade eben gehabt. Wir brauchten den Schlüssel. Bäm, einfach aufgerammt. Och ne, nicht ihr schon wieder. Ich gehe mal ein paar Kumpels holen. Ich gehe mal Bubble Master holen. Ich rufe dich, Bubble Master. Vernichte die. Da. Tintenfische, was das sein sollen. Und der macht immer ganze 2 Hits. Oh nö, der Sachen nicht kaputt treten darf. Ah! Auch noch platt. Jump! Aha. Bam! 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 Geschafft. Ich muss die Sachen. Nein, nein, nein. Na doch, komm. Okay, niedergetrampelt. Ich will die Münzen auch haben. Weil wenn wir wieder so rote Sachen haben, dann. Möchte ich die natürlich ungern verpassen, ne? Hui! So. Ich bin vorsichtig. Na! Okay. Tatsächlich wieder was zum Platt treten, um die Glocke zu bekommen. Oder aber. Zum Platt treten.
oder man muss einfach alles platt getreten haben, damit man die Sachen bekommen konnte. Ja, Submarine Cat geht wieder auf Strömungskurs und holt sich links von der Glocke. Das hab ich gesehen. Warte mal. Ich will die Glocke haben. No! Wie soll man denn die Glocke bekommen? Wow. Fischmassaker die zweite. Wieder mit einem Bubble Master. Diesmal in der Hoffnung, dass wir es ganz auch schaffen werden. Ich ignoriere diesmal die Tatsache, dass da links ein Glöckchen ist. Ich versuche einfach mal abzuhauen. Vielleicht klappt das hier. Und ich kann dann zurück. Oh no! Ich weiß nicht ganz, was das sein soll. Also ich weiß auf jeden Fall, mein Bubble Master. Kriegt den. Oh. Nein, nein. Ja. Das war nicht schwer. Wir haben schon wieder einen Fisch tot bekommen. Ich möchte gerne da runter. Darf ich? Danke. Jetzt gehen wir einfach zurück, weil da war noch ein Glöckchen. Krass. Wieder ein Boss besiegt. Aber diesmal hat er mich zuerst besiegt. Wahrscheinlich konnte man den dann später am Ende einfach entkommen oder so und mit dem Helferlein hier konnte man die dann töten. Oder am Ende ist irgendetwas, was den töten kann. Wir haben eben gesehen, da waren die eben für diese, wie heißen sie? Diese Mario-Feuerstrahler, die im Kreis gehen. Wahrscheinlich kann das dem großen Fisch auch schaden. Und ihn brutzeln, grillen. Lecker, grillt Fisch. Wer hat jetzt Bock auf grillt Fisch? Gegrillten Fisch? Ich habe richtig Bock auf gegrillten Fisch, verdammt. Ernsthaft, ich hab Hunger. Hab schon was da? Ich glaube, ja. So, jetzt heißt wieder Timing benutzen. Nein. My Legendary Timing. Ja. Fast so präzise wie ein Flappy Bird. Ich bin froh, wenn ich diese scheiß Wasserwelt endlich hinter mir habe. Ohne Witz, das Ding ist eine Katastrophe. Ich hasse sie. Leider kein Witz, ich hasse die gerade wirklich. Ich finde die einfach mega dämlich. Und Ziel! Ziel! Ich hoffe, das war wirklich das letzte Wasserlevel. Ich hasse diese Dinger nämlich. Oh boy. Flup, 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 flup. Wer ist das denn jetzt? Er möchte von mir 20 haben. Ich mag den jetzt schon nicht. Na gut, komm, das Level machen wir noch. Welt 3-1. Canyon-Eingang. Wir nehmen mal keinen Kumpel mit. Wir sterben vermutlich eh. Ein Maulwurf. Willkommen im Nugget Canyon! Oh, scheinbar hast du genug Glöckchen, um zu passieren. Den Hebel hätte ich auch ohne deine Hilfe umlegen können. Pass auf dich auf! Na gut. Hui, hui, scheiße, was ist das denn? Eindeutig nicht Submarine Cats Gebiet. Dann wollen wir mal das Kätzchen wechseln. Und auf Alex wechseln. Ja. Das ist auf jeden Fall Klettermaxe Welt. Mit einem Problem. Diese blöden Viecher hier. Wie soll das denn funktionieren? Gehe ins Licht. Erfolg freigeschaltet. Och, ich hasse euch. Oh, Kätzchen. Da hast du es wohl nicht geschafft, weiterzukommen, was? Dabei habe ich doch extra gesagt. Pass auf dich auf. Wir brauchen einen Kumpel. Ich glaube, ich habe sogar noch einen. Okay, komm. Versuch 2. In Welt 3. Level 1. Plus. Wir nehmen den Samenspucker. Vergiss nicht, alle Glöckchen in den Leveln zu sammeln. Nee, du weißt es. Das kannst du schön selber machen. Flup. Haha, nimm das. So. Ah. Nein! Autsch! Okay, aber ich habe durchschaut, wie das Ganze funktioniert. Ich muss einfach nicht nur timingstechnisch früh genug springen, sondern auch noch wirklich ein bisschen laufen, um halt wirklich an diesen Drecksviechern vorbeizukommen. Ah. Was erwartet mich hier? Hebelrätsel!
hasse euch. Was war das denn? Komm da nicht hoch, Moment. Ne? Ne? Geht das? Ja. Aber. Oh, diese träge Steuerung. Ich hasse jetzt die Touchscreen-Steuerung. Hast du das schon mal erzählt? So. Was ist so. Ah! Oh. Es ist so träge einfach. Na, komm. Bremsen. Loslassen. Dann erst springen. Ich möchte gerne das Wasser haben, was unten ist. Gib mir das. Nein! Oh, nee. Wisst ihr noch, was es ist? Genau. Und lass mich raten. Es geht einfach voll auf Zeit. Nein! Das war knapp. Und es ist weg. Okay. Aber ich glaube, den Dreh raus. Fürs nächste Mal. Komm, spuck die alle weg. Genau noch. Genau. Kriegen wir halt ein Glöckchen nicht, oder? Kriegen wir sogar zwei Glöckchen nicht? Wow. Einfach gar kein Glöckchen bekommen. Es wird einfach gerade schwieriger. Was ist das? Ich weiß es nicht. Das erste Glöckchen war hier oben links. Gar nicht so schwer zu verfehlen. Eigentlich. Wir haben ein bisschen hinguckt. Ah, ah. Ah, verdammt, das war knapp. Wir müssen mal keinen Kumpel dabei. Egal, das ist eh nur eine Sache des Timings. Das kriegen wir schon noch irgendwie hin. So, ein bisschen höher. Passt. Und das nächste ist eigentlich auch nur eine Frage des Timings mit dem Schmetterling. Easy, würde ich sagen. Easy. Das war mega easy. Beim letzten brauchte ich nur ein bisschen mehr Geduld. Und jetzt sterbe ich an dem hier, pass auf. Na, die tauchen weg. Besser auch so vor euch, ihr dummen Maulwürfe. Fürchtet die Katze. Fürchtet sie einfach. Sie isst euch einfach auf, ihr dummen kleinen Grabenagetiere. Sind das überhaupt Nagetiere? Ich glaube, ja, ne? Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich selber ein Däumchen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao!